Was für ein wunderschönes Intro und willkommen, nee, guten Abend, die Herrschaften. Und willkommen zurück zu Let's Test. Eigentlich wollte ich jetzt Let's Flash sagen und eigentlich wollte ich als Let's Trash durchgehen lassen, aber ich mach mal es einfach mal als Let's Test. Und wir spielen Dino Island und für die, die sich wundern, warum das so ein vielleicht recht verpixeltes Video ist, ich weiß es nicht, wie es zum Ende sein wird. Und falls ihr euch wundert, warum hier so rechts und links riesige Ränder sind, obwohl die Einstellungen sagen 1920x1080 Pixel, liegt das daran, dass das Spiel ausschließlich die Auflösung 800x600 Pixel unterstützt. Ich bin immer froh, dass es überhaupt läuft auf Windows 7 64-Bit und so, ne? Darüber bin ich schon mal sehr glücklich. Aber das Witzige ist, dass man hier praktisch alles ändern kann, was man will. Und es passiert absolut gar nichts. Das Spiel ändert sich einfach null. Es werden ein paar Dateien vielleicht umgeschrieben, wenn ihr die Einstellungen ändert, aber es passiert am Spiel nichts. Wie es mit den Grafikeinstellungen hier, also hier das Zeug aussieht, weiß ich nicht. War noch nicht im Spiel drin. Das letzte Mal, als ich das Spiel gespielt habe, war ich, keine Ahnung, 10, 12 maximal. Und deswegen würde ich sagen, guck einfach mal hier rein. Das Intro habe ich übrigens extra eingespielt. Dadurch, dass beim Intro, wenn man völlig egal welche Taste man drückt, das Intro übersprungen wird. Deswegen kann ich auch nicht F6 drücken. Das Dinos-Projekt. Bei paläontologischen Ausgraben wurden kürzlich einige besonders gut erhaltene prähistorische Organismen entdeckt. Ja, und das Spielprinzip ist praktisch ähnlich von Rollercoaster Tycoon. Man hat praktisch seine Menschen, die ein bisschen hier rumlaufen, wo man die Bedürfnisse erfüllen muss. Und man baut seinen Park mit Dinos auf. Und man muss sich um die Dinos kümmern. Und ich habe gemerkt, mein Bildschirm flackert hier die ganze Zeit rum. Das ist anscheinend in der Aufnahme nicht der Fall. Vielleicht, weil es weniger als ein Frame hier ist. Und weil ich hatte gerade schon eine Aufnahme, weil bei Skype hat man irgendwas gesehen. Das hat noch durchgeflackert, aber nicht das weiße Flackern hier. Also der komplette Bildschirm flackert hier ab und zu mal. Und das ist anscheinend bei euch nicht so, und das ist gut so. Okay. Dank dieses Fundes konnte die Wissenschaft wichtige Fortschritte machen und der Menschheit einen realistischen Eindruck unseres Planeten und seiner Fauna vor 150 Millionen Jahren vermitteln. Ich komme irgendwie immer nur in Satzsprüngen voran, denn was ich noch sagen wollte, ich habe in Einstellungen selber schon mal rumgeguckt, also selber die Dateien mal geändert, sodass das Spiel zwangsweise auf 1280x27 Pixel gestartet wird. Denkst du, das ändert irgendwas? Nö, von der Auflösung her bleibt das Spiel gleich, dann ist bloß das Fenster hier dort, wo ich jetzt gerade hier den Pfeil mache, ungefähr so groß. Und der Rest alles schwarz. Habt ihr toll gemacht, Spieleentwickler. Sind ja auch Franzosen. Das war jetzt fies. Doch dort haben die Forscher nicht Halt gemacht. Dank revolutionärer Techniken ist es ihnen in ihren streng geheimen Genlaboren gelungen, die DNS ein, wenn ich es sagen darf, die Desoxyribonukleinsäure der Spezies zu reproduzieren, die einst auf unserem Planeten regierten, die Dinosaurier. Als weltweit anerkannter Genetikexperte werden sie von Professor Charles Mantle, dem Paläontologen, der die Experimente überwacht, zur Rate gezogen, um die Leitung des Regierungsprojekts Durchführung einer In-vitro-Reproduktion ausgestorbener Organismen, kurz Dinos, zu übernehmen. Sie sollen die legendären Giganten wieder zum Leben erwecken, die die Menschheit bereits seit Jahrhunderten faszinieren und in ein paar Jahrhunderten auffressen. Nicht abstürzen, Spiel. Was ist das denn jetzt? Guten Tag, Herr Professor, und willkommen in der Karibik. Welche Freude, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Ein Genie wie Sie, schon so in so jungen Jahren, eine Koryphäe auf dem Gebiet der Gentechnik. Seit 1964 war ich nicht mehr so aufgeregt. Damals entdeckte ich das komplett verhaltene Skelett eines Archaeopteryx, ein wahres Wunder. Aber ich habe ja völlig vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Charles Mantle und ich leite die Forschungsprojekte auf dieser Insel. Leider können wir Ihnen momentan nur ein kleines Labor zur Verfügung stellen, doch mit Ihrer Hilfe werden wir sicher bald expandieren können.
Aber zunächst will ich Ihnen einmal die Insel zeigen. Sie werden sehen, sie ist ein kleines Paradies, von den Vulkanausbrüchen einmal abgesehen. Am besten, wir sehen uns sie von oben an. So haben Sie einen besseren Blick auf die Landschaft. Bewundern Sie die Insel aus der Höhe. Selbstverständlich mache ich das. Ich speichere mal kurz. Teilnahme. Test. Ich könnte auch letztes Test nennen. So, und dann sehen wir uns mal gleich wieder. Ich möchte nämlich gucken, ob das überhaupt noch so halbwegs synchron ist. Na gut, das kann ich nicht gucken, aber wir sehen uns gleich wieder, ne? Also, naja, und so. Guten Abend! Warum fange ich jetzt nochmal neu an? Ich weiß es nicht, das ist so reflexartig. Moment, ich muss nochmal das ein bisschen richtig schieben hier, ein bisschen Platz machen, so. So, jetzt dürfte es halbwegs richtig sein. Und ich nehme jetzt mit der X-Story auf und wir haben 1280 x 27 Pixel. Juhu! Achso, übrigens, ich revidiere meine Aussage. Ich weiß nicht, ob ich das noch reingeschnitten habe oder nicht. Ich glaube, das habe ich weggeschnitten. Ich hoffe nicht. Das ist gerade ein bisschen blöd. Ich weiß gerade nicht, ob ich einen neuen Anfang machen soll. Nee, lass mal. Nun gut, damit wir unsere ersten Schützlinge aufnehmen können, müssen wir zunächst einmal Gehege aufstellen. Schließlich wollen wir nicht, dass fleischfressende Reptilien, die größer sind als ein Pferd, frei herumlaufen, nicht wahr? Wenn Sie fertig sind, gehen wir ins Labor. Ich habe dafür etwas für Sie, das Ihnen sicher gefallen wird. Natürlich. Gehege. Gehege. Soll ich jetzt einfach Gehege hinklatschen? Man sieht, man muss auch, man kann jetzt nicht hier so ein 2x2 Gehege machen, sondern man muss schon ordentlich Platz einplanen. Das ist recht für größere Dinosaurier. Sehr schön. Ich würde trotzdem gerne Missionsziele. Wir bauen uns ein Gehege und eine Beobachtungsmaske. Lustig. Freundchen. Ich wollte gerade sagen. Erschaffen wird. Nach diesen kleineren Bauarbeiten kommen wir nun zum Kernstück unserer Einrichtung. Von hier aus werden wir Dinosaurier schaffen, Kreuzer und Klonen. Wenn Sie einmal einen Blick in den Kylomat werfen, können Sie das Ei unseres allerersten Dinos sehen. Es handelt sich dabei um einen Hypsilophodon, einen Pflanzenfresser. Es wird Zeit, in unserer Welt zu begrüßen, Professor Will. Professor, Sie werden Zeuge eines historischen Moments. Natürlich. Okay. So, Labor. Ah, Kylomat. Ey, Nummer Uno? Anscheinend ist das... Ist der... Okay. Anscheinend ist der Bildschirm hier nicht für Größeres gemacht. Sieht man hier schöne schwarze Bildschirmränder und so. Ne? Aber egal. Wir haben jetzt 1280x27 Pixel und das ist okay so. Im Gehege platzieren. Okay, zeichnen. Erschaffen Sie einen zweiten Hypsilon, erschaffen Sie zwei... Ich lese am besten erstmal die Aufgabe vor. Hoch, sorry. Ein Erfolg auf ganzer Linie. Was für ein schönes Exemplar. Die stolze Haltung der imposante Kiefer einfach wundervoll. Doch auf zum neuen Daten im Kylomat finden Sie eine weitere Spezies, die auf den niedlichen Namen Coelophysis hört. Ja, wie niedlich. Erwecken Sie sie zum Leben. Erstellen Sie dann anhand der Klonfunktion des Labors hier einen Klon der beiden Saurierarten. Ach ja, bevor ich es vergesse. Der Coelophysis ist ein Fleischfresser. Es wäre also angebracht, ihm sein eigenes Gehege zu bauen. Aber daran hatten sie sicherlich sowieso schon gedacht. Genau. Keine der Dinos verlieren. Ich doch nicht, niemals. Würde ich mir doch nicht sagen. Blödes. Das ist ja dümm. Was macht sie dümm? So, schwupps, schwupps. Hier können wir auch mal wegen noch einen Beobachtungspost bauen. Ich würde gerne mal einen Weg bauen. Aber das ist ja da. klar, Kylomat, ein Runo. Ein verkaufen, genau. Okay.
Und das sind praktisch die kleinsten Standard-Demos. Moment, wie kann man. Ich will hier reinzoomen. Muss ich das ernsthaft so machen? Da steht zwar Plus, aber es geht mit Plus nicht. Hallo? Hallo? Oh, wo bist du? Hallo? Und Moment, ich mach mal die Musiklautstärke ein Stückchen niedriger. Mach die Effekte hier ein bisschen höher. Und das klappt, deswegen speichere ich doch einfach mal frohlockend ab. Ja, natürlich möchte ich überschreiben. So, Schubs. Kreuzen können wir nicht zufällig. Nö, noch nicht. Schade. Wie kann ich den Dino klonen? Achso, okay. Dino klonen. Den Gehege platzieren. Hallo. Ach, wie putzig. Auch wenn sie sich nicht fortpflanzen könnten. Klonen und so, ne? Ein Geschlecht und so, ne? Ihr versteht mich. Klonen 4000. Warum nicht? Ach ja, wenn das Klonen nur 4000 US-Dollar kosten würde. Wäre schön. Glückwunsch, Sie haben alle Ziele erreicht. Mir scheint, in unserer Euphorie angesichts der Wunder der Wissenschaft haben wir eine Kleinigkeit außer Acht gelassen. Unsere Dinos sehen hungrig aus. Wir müssen sie irgendwie satt bekommen. Wir bekommen wohl nicht umher, unsere Infrastruktur etwas aufzubauen. Mal sehen. Zunächst sollten wir unsere Gehege mit Futtertrögen ausstatten. Und wir müssen natürlich Wege bauen, damit das Personal die Tröge auffüllen kann. Könnten Sie das wohl übernehmen, Professor? Ich habe bei so etwas zwei linke Hände, wissen Sie? Tut mir leid, ich bin auch Linkshänder. Für die, die das jetzt gerade als Scherz angenommen haben, ich bin wirklich Linkshänder. Ne? Ernsthaft? Wenn wir das überschreiben, kostet das auch nochmal Geld. Wieso kämpfen die gegen sich? Was ist das für eine Was sind das für Idioten? Muss darauf nicht weiter eingehen, ne? Sehr schön, jetzt sollten wir noch eine Farm errichten, damit wir auch genügend Futter für die Dinos haben. Denken Sie daran, dass auch Gebäude immer mit Wegen verbunden sein müssen, ganz wie die Futtertröge. Wenn die Farm steht, wäre es sicherlich eine gute Idee, Personal einzustellen. Es sei denn, Sie möchten gerne jeden Morgen selbst die Runde machen, Professor. Was natürlich auch voll geht. Infrastruktur, Farm. Ah, ich erinnere mich, ja. Kann man. So, Schubs. Selbstverständlich. Schubs, Schubs. Machen wir es einfach mal symmetrisch. Nicht popetrisch. Den Dino. Können wir mit dem zufällig was machen? Gehege wechseln. Nächster Dino. Ist da eine Straßenanbindung? Was haben die denn? Ach, so pingelig. Ich. So. Machen wir die Geschwindigkeit mal ein bisschen höher. Wunderschön. Dadurch, dass sie sich bekämpfen, würde ich sagen, legen wir hier noch ein kleines Gehegchen an. Ach ja, in diese meterhohen Pflanzen, diese meterhohen Pflanzen kann man natürlich nicht abreißen, ist klar. Was macht denn hier schon wieder? Ach so, ach, das sind die Missionsziele, die hier Bling machen. Hervorragend, Professor. Fahren Sie ebenso mit den übrigen Gehegen. Sie müssen dann nur noch die Futterröhrungszeiten bestimmen und schon haben wir die drögen Aufgaben hinter uns gelassen. Futterröhrungszeiten. Achso. Bedürfnisse. Einmal. Also wahrscheinlich einmal am Tag. Ich mach dann trotzdem lieber 14, 12 und 16 Uhr. Oh, nein, 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 nein. Und die kriegen dann meinetwegen 11 Uhr und 15 Uhr, damit sie genug Zeit haben. So.
Moment, der hat doch. Den Futterdruck können wir verkaufen. Wo können wir denn was verkaufen? Ah, kaufen. Wunderschön. So, dann bauen wir. Erschaffen Sie einen Hybriden. Unsere Forschung, ausgezeichnet, unsere Forschungen machen große Fortschritte. Ich denke, wir können sie nun wagen. Wir können es nun wagen, eine Spezies zu kreuzen. Eine, oder? Oder. Mehrzahl von Spezies? Spezies? Keine Ahnung. Mit der Kreuzungsfunktion des Labors können Sie einen Hybriden aus zwei Dinos erstellen. Wählen Sie dazu zwei verschiedene Dinos aus, kreuzen Sie sie und bewundern Sie das Resultat. Ist auch zum Glück ungefährlich, ne? Dinos kreuzen. Ah. Da gibt es doch überhaupt keine Gefahren. Wie komme ich denn darauf? Das kann man sich auch verkaufen. Schwupps. Ja, bitte. Ist mir ein bisschen zu klein. So, das müsste das jetzt sein, ne? Sehr schön. Ist immer noch ein Stück kleiner, aber ein Stückchen zum Glück nur, ne? Stückchen. Wo machen wir das am dümmsten hin? Können wir einen Zwischenweg bauen? Ich schätze ja mal nicht. Doch, können wir. Sehr schön. Wenn die Wegebaufunktion noch etwas suboptimal ist, aber naja, das ist nicht schlimm. Gut, dann den Dino müssen wir, glaube ich, mal klonen. Den klonen, klonen, den Gehege platzieren, hier hin. Das gleiche bei ihm auch, 15 Uhr. Und drei Gehege, vier Dino, das braucht man hier noch einen Arbeiter an. Das müssen die schaffen. Hier, wenn nicht. dann ins Labor, schwupps und schwupps und kreuzen. Ha. Das sind die einzelnen Einstellungen, die wir hier ändern irgendwann könnten. Irgendwann ändern könnten. Also hier praktisch irgendwas im Körperbau, also Kopf und Beine und Normalkörper und Schwanz. Oder Schweif. Ah, Schwanz. Ah. Nee, ist witzig. Und dann gibt es dann eben Tempo, Beweglichkeit, Ausdauer, Sinnesschärfe, Intelligenz, Aussehen, Aggressivität, Mut, Panzer, Kampf und Originalität. Sehr originell, dieser. Ja, dieses Pumps. Gibt es noch Haut und Panzer, besondere Merkmale, also wahrscheinlich Stacheln. Allgemein. Das ist jetzt Haut und Panzer, Hauttyp, Hautuntertyp, Panzertyp, Panzeruntertyp. Ja. Aggressivität, Ausdauer, bla bla. Bestätigen. Das ist ein Pflanzerefresser. Im Gehege platzieren. Oder nee, das ist ein bisschen im Kühlschrank legen. So. Ich würde ja am liebsten hier noch das Gehege irgendwie vergrößern, das geht schlecht, ne? Wo machen wir das am dümmsten? Den klonen wir am besten einfach mal. So, schwupps. Drin platzieren. Und am besten klonen wir nochmal, damit wir ein ganz großes, ganz großes haben. Ganz großes Gehege. Ne? So, schwupps. Dann verkaufen wir das Ganze. Ja, ich möchte den scheiß Dino noch verkaufen. So. Schwupps. Ups. Kriegen wir dadurch dafür überhaupt Geld? Ja, ein bisschen. Wird sicher auch, wird sicher. So, dann zoomen wir ein bisschen raus und machen das Ganze wesentlich größer. Vielleicht ist es ein bisschen übertrieben. Aber auch nur vielleicht. So, machen wir meinetwegen für die Besucher hier zwei Beobachtungstürme hin. Dann machen wir da und da. Ein Futternapf. Futternapf. So, wunderschön. Und dann bekommen hier Pflanzen 12 und 16 Uhr. Und 12 und 16 Uhr. Das dürfte dicke reichen. So, Kühlschrank. Das sind die ganz normalen. Imi Rege platzieren. Hier kommen. Schwupps. Schwupps.
Dann haben wir noch einen und zwar unsere Kreuzung. Ups. Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass Sie soeben eine völlig unbekannte Saurierrasse erschaffen haben? Da müssen die Experten ihre alten Gattungstabellen wohl noch einmal überarbeiten. Ja, aber wir haben sogar noch mehr Möglichkeiten, Professor. Wenn Sie zwei Hybriden miteinander kreuzen, können Sie jedes einzelne Gen individuell anpassen und so Dutzende verschiedener Variationen erhalten. Das Ergebnis einer solchen Kreuzung könnte spektakulär sein. Nur zu, versuchen Sie es. Klonen Sie zunächst den soeben erschaffenen Hybriden und kreuzen Sie mit seinem Klon. Wenn Sie zudem noch die Gene verändern, können Sie ja die... Können Sie den ein Dino erschaffen, der intelligenter ist als alte Spezies, die wir bereits kannten? Sicher ein Kinderspiel für Sie, Professor. Erschaffen Sie ein Dino mit einer Intelligenz von 80 oder mehr. Dann klonen wir ihn doch mal. Da. Schwupps. Irgendwie hier platzieren müssen wir, glaube ich, machen. Nahrungsangebot. Okay. Das sind alles Fresser. Oder? Ausgehungert. Oh, das ist schlecht. Dann Schubs, dann kreuzen. Da. So, Intelligenz ist das. Ist es schon mit einer Intelligenz von 80 oder mehr? Welche Stats gehen hier runter? Einfach mal so. Mut, Ernährung. Da ändert sich nichts anscheinend. Machen wir einfach mal so. Ja, das geht die Intelligenz sehr stark drauf. Oh ja. Das kann man so lassen, weil das nur noch mehr kostet. Können wir auch so lassen. Ja, ist doch okay so. Machen wir ihn noch zum Pflanzenfresser. Und dann ist alles gut. Im Gehege platzieren. Sie haben es geschafft. Bravo, Professor. Momente wie dieser entschädigen einen dafür, den Großteil seines Lebens im Labor verbracht zu haben. Doch wir wollen keine wertvolle Zeit vergeuden. Andere Hybriden warten bereits darauf, das Licht der Welt zu erblicken. Im Kühlmarkt finden sie ein neues Ei. Es handelt sich um einen Pelecanimimus. Zusammen mit den Dinos, die wir bereits erschaffen haben, eröffnet er uns eine Vielfalt an Möglichkeiten. Die Evolution, mein Lieber, wird sich selbst überholen. Ja... Mir wäre es bloß lieb, wenn hier mal ein paar Leute ankommen. Ne? Das Schiff steht ja schließlich nicht zum Spaß da. Und ich würde gerne mal noch hier einen Schubs. Nochmal helfen, 18 Uhr. Ich stelle mir auch noch einen ein. Beschäftigung in Prozent. Ja. Machen wir den hier noch einen. Schubs, reicht. Dann machen wir mal die Schäke mal ein bisschen anders. Machen wir einfach mal hier so einen Weg hin. Quer durch die Taiga. Dann machen wir mal einen hier hin. Hier können wir noch eine Farm, wenn nötig, hinbauen. Nochmal hier noch ein großes Gehege. So, Schubs, Schubs. Machen wir zwei Nahrungs-Dingsbums. Kühlomat. Das ist ein Pflanzenfresser, das ist schön. Den packen wir dann da rein. Juhu. Diesen kreuzen wir dann mit, machen wir erstmal den normalen, so, den normalen kreuzen, hier können wir leider anscheinend, Ausdauer, das dürfte nur die Ausdauer betreffen, so hat am meisten Ausdauer. Aktivität. Ist natürlich gut, wenn es weniger ist. So. Kostet zwar ein bisschen mehr, mir egal, wir haben zurzeit noch das Geld. Sieht schon ein bisschen witzig aus. Schubs. So, dann machen
10 und 16 Uhr und hier 12 und 18 Uhr. Und dann, wem kreuzen wir jetzt? Machen wir ganz einfach mal den mit den Kreuzen. Kriegt, was ist das? Beweglichkeit, Tempo dazu. Schönheit nimmt ein bisschen ab. Aussehen nimmt ein bisschen ab. Das nimmt auch zu, nur Kampf nimmt ab. Aber das ist mir scheißegal. Kampf kann man wegen abnehmen. Ja, das ist okay so. Mut braucht man nicht. Noch nicht. Ups. Begeistern Sie mindestens 30 Besucher im Park. Endlich können wir fortfahren, Professor. Leider muss ich Ihnen ein heikles Thema zur Sprache bringen. Wir haben eine Auswertung unserer Ausgaben erstellen lassen. Leider liegt sie weit über dem, was die Regierung vorsieht. Sie haben halt einen gesunden Appetit, unsere Dinos. Nach vielen langwierigen Diskussionen hat das Ministerium endlich eingewilligt, unsere Anlage der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, damit ein bisschen Geld in die Kassen fließt. Dazu müssen wir unser Forschungszentrum lediglich etwas attraktiver gestalten. Ich kann doch auf sie zählen, nicht wahr? Warum nicht? Zirkusfeld. Wow, warum nicht noch größer? Hauptsache ist erstmal die Blumenwelt größer als der Zirkus. Was haben wir denn noch? Ein bisschen Essen? Nö. So, da haben wir den Zirkus für das hier. Ja, okay. Das möchte daran so bitte. Und hier möchte ich bitte noch einen einstellen. Oder noch zwei. Ja. Und wir haben schon ein paar Dinos mehr. Sehr schön. Zufriedenheit. Ist doch super für die Professoren. Wir haben nur Professoren, oder? Oh, das sind Eltern. Eltern sind mittelmäßig zufrieden. Gar nicht. Schlecht. Hier? Gar nicht. Schlecht. Na, die mögen eben mehr Pflanzenfresser, ne? Eltern sind mittelmäßig zufrieden. Hm. Wie kann man die zufriedener machen? Ich weiß es nicht. Ich wüsste nicht, wie man die jetzt noch glücklicher machen könnte. Ne, weiß ich nicht. Was sind das für traurige Personen? Hier brauchst du nicht den Kopf schütteln. Ich guck mal nach, wann ist das Spiel? Kann man auch die pixelige Grafik vielleicht erklären? Ach ja, 2002. Ja. Wurden wahrscheinlich auch keine 3 Millionen hier eingesteckt. So, sind alle zufrieden. Zufriedenheit. Besonders die Eltern. Sehr schön. Ach, haben wir jetzt auch Surfer. Ist natürlich super. Weil die mögen nämlich das hier. Wieso mögen die das nicht? Weil die einzeln sind, höchstwahrscheinlich. Dann würde ich mal gerne. Moment, ich würde gerne einen, der austeilen kann, wenn möglich. Also. Ich möchte eigentlich, um es mal deutlich zu sagen, ich möchte einen Dino haben, der, wenn es drauf ankommt, ordentlich austeilen kann. Ja. Zufriedenstes Profil, ja, ich glaube es auch. So. Kampfkraft, wer hat denn am meisten Kampfkraft? 29, das ist der Typ. Kann ich eigentlich gleich sagen, das ist der, oder? Reizt. Wir sind ein bisschen schnell.
Bisschen sehr schnell aggressiv, mein Freund. So. Wunderschön. Die Nuss kreuzen. So. Kreuz nochmal die beiden. Geht das überhaupt? Ne, jetzt müsste er zwei hoch. So. Ja, ja, das ist doof. Ah, lass mal. Ich hätte gerne einen, wenn es drauf ankommt, austeilen kann, aber nicht so aggressiv ist. Unzufrieden. Wirklich mal. So, da legen sie sich ja auch schlafen. Ist auch schön. Trotzdem haben wir jetzt noch keinen begeistert. Das ist an sich ein Familienpark. Die sind unzufrieden, das kann ich mir vorstellen. Tja, nun. Wir sind auch recht glücklich, die Professoren hier. Wieso ist die Familie glücklich? Wir sind die Surfer total unglücklich. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt einfach noch so einen Typen reinhauen kann. Das kostet am wenigsten. Aggressivität, dann nimmt die Aggressivität ab. Und Ausdauer sollte am besten gesteigert sein, also so. Okay. Platzieren wir einfach mal hier. Juhu. Brauchen Sie zwei Attraktionen? Wissen Sie schon das Neueste, Professor? Unser Besucher scheint hat sich tatsächlich zu langweilen. Ich verstehe das gar nicht. Die Leute wollen sich amüsieren, heißt es. Ich wollte was trinken, heißt es. Zu meiner Zeit wäre man schon glücklich gewesen, einen Pflanzenfresser des Mesozoikums beim Grasen beobachten zu können. Aber so ist sie halt, die Jugend von heute. Ah ja, wie dem auch sei. Man hat uns jedenfalls aufgetragen, die Besucher zu unterhalten. Also fassen wir den Triceratops bei den Händen, bei den Hörnern. Erreichen Sie alle bei allen Besucherprofilen einen Spaßwert von 30, bauen Sie zwei Attraktionen. Ja, die Surfer sind ein bisschen unzufrieden, ansonsten wäre das alles kein Problem. Liegt das Problem auf. So, Riesenrad, damit sie einfach so hingeklatscht aussieht. Schwupps. Dann müssten sie auch halbwegs glücklich sein. Ist da schon irgendwas da Neues dazugekommen? Selbstverständlich nicht. So, machen wir mal ein bisschen schneller. Schön, dass ich das machen kann. Von 30 oder 20 oder wie? 30, ja. Ansonsten sind alle recht zufrieden. Hier die Surfer selbstverständlich nicht. Aber hier sind sonst alle. Okay, hier auch nicht. Wieso sind die unzufrieden? Also die Fleischfresser von den Fleischfressern kann man die irgendwie nicht begeistern. Was ist das jetzt? Und die Attraktion. Das dauert dann also auch nicht, wahrscheinlich nicht lange. Ist das ein Klon? Die nur zwei. Nö. Also es war der Klon, ja, der erlegen ist. Ach, Professor, die Forschung ist auch nicht mehr, was sie immer war. Finden Sie nicht? Gestern war ich noch damit beschäftigt, die Gebeine auszugraben und heute soll ich mir originelle Vorführungen einfallen lassen, bei denen wir unsere Dinos in Szene setzen können. Stellen Sie sich das vor. In meinem Alter ist das einfach zu viel, verstehen Sie? Ich glaube, ich sollte bald in den Ruhestand gehen. Würden Sie mir wohl noch einmal helfen, die Besucher zufriedenstellen? Action wollen Sie also. Dann sollen Sie Ihre Action bekommen mit dem Stegosaurus. Okay.
Vorführung, vorgefertigte Vorführung. Ah, so viele vorgefertigte Vorführungen gibt es ja. Unglaublich. Sieht so aus, als wenn ich hier große Vorführungen bauen könnte. So, hier hast du. Kleine Tribune, genau. Da, 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 da. Mindestens ein zufriedenes Besucherprofil bei der Vorführung. So. Kevie. Kleiner Käfig. Ich. Was? Was? Ich habe nicht genügend Geld. Gibt's denn sowas? Aber ich scheine ja ordentlich Plus zu machen, also können wir ganz schnell machen. Mit 53%, 100%, 100%, das ist okay. Also die müssten noch alle zufrieden mit ihrem Fressen sein. Nächster Diener bitte. Ach so, das ist in dem Gehege. Nein. Wieso ist der ganz unzufrieden? Die sind unzufrieden, das mag ich nicht. Nochmal so. Nochmal so. So, jetzt reicht's aber. Irgendwo ist Schluss. So, jetzt habe ich endlich mal wieder ein bisschen Geld. Nochmal hier immer für zwei Dinos. Schwupps, schwupps. So, Specials, nö, Hindernisse, nö, nö, Großmarker. Nö. Ziel, würde ich mal sagen, da. Strauß. So, machen wir einfach mal da, Bonus. So, da haben wir's. Ich weiß, ich bin gerade nicht so originell damit. Oh naja. Schwupps. So, dann dürfen die dahin. Die dürfen dann auch dahin. Und ist die Sache gegessen. Test. Achso, oh. Mal den hier. Schwupps. Yay. Zeitplan. Öffnen. Bis jetzt sind sie noch alle recht unzufrieden. Und wir machen fette Kohle. Das ist sehr schön. Wie steht ja. Ach, da so. Dann geht das los. 13 Uhr habe ich das eingestellt. Yay. Uhu. Wir sind alle ziemlich zufrieden. Natürlich müssen wir hier andere Dinos immer nehmen. Sonst wäre es ja langweilig. So, mal richtig hinsetzen. So, ansonsten ist ja alles toppi. Ein zufriedenes Besucherprofil. Ich kann ja nichts Besonderes bauen. Ich kann ja hier nur die Dinos ein bisschen rumrennen lassen. Wie soll ich denn da irgendwas Originelles machen? Hm? Machen wir einfach mal hier noch so ein bisschen. Schwupps. Schwupps.
So. Hip, hip. Machen wir hier meinetwegen noch so einen komischen Garten hin. Dann machen wir hier noch ein Restaurant hin. Schwupps. Die Blume. Schwupps. So. Uiuiui. Die Zeit vergeht nicht schnell genug. Aber ich glaube, irgendwie muss man die Survey auch noch machen. Attraktionen. So, hier nochmal. Schwupps. Die müssen hier eigentlich überglücklich sein, ne? Jo. Professoren nicht so, aber die müssen ja da nicht hingehen. Wir haben ja andere Sachen für die. Hier ist es immer noch nicht toll. Hier ist schon okay. Aber nicht für die Surfer. Und ich würde das gerne mal hier am Laufen haben. Da fehlen mir die Worte. Also wir machen so viel Plus bauen, ja. Besucher, Einnahmen, Besucherzahl. Ach ja. Einnahmen. Mhm. So. Ich würde gerne das natürlich mehrmals starten. Ich glaube, ich mache dann einfach noch eine Attraktion. Also ihr wisst schon, was ich meine. Ja, Vorführung. So, gleich ist wieder 13 Uhr, dann müssen sie mal kommen. Ach, Moment. Bauen wir hier noch eine kleine Tribüne. So. So, 13 Uhr, warum kam hier kein Pfiff? Wir müssen sich doch jetzt alle so langsam mal hier hinbewegen, ne? Oder? Achso, eine halbe Stunde vorher. Ja, wir haben doch hier noch Plätze. Schade. Das ist doch bloß so. Die sind doch glücklich. Was hast du denn? Ja, ist ja nicht so, dass es irgendwie schon so ist, ne? So, ne, ich kann immer nichts Vorgefertigtes nehmen, ist ja klar. So, mache ich einfach mal was Größeres. Schwupps. So, dann können wir auch dementsprechend viele Tribünen hier hinklatschen. Machen wir mal Folgendes. Machen wir hier ein. So hin. So hin. So hin. Schwupps. 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 Dann machen wir hier ein Ziel. Hoch. Nee, Ziel bitte. Ziel, 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 Ziel. Ziel, Ziel, Ziel. Es ist ein Rennen. Ja, schön. Ich wollte gerne ein Ziel. Hallo? Wieso funktioniert hier nichts? Das ist immer so eine Sache, ne? Wieso funktioniert hier das? Ja, das ist mir klar, dass es geschlossen ist. Hallo? Muss ich jetzt erst die Dinosaurier füllen? Die Käfige füllen. So, jetzt. Nö.
das sind vier unterschiedliche Farben. Und alles unterschiedliche Käfige. Wieso funktioniert das nicht? Ach, ich muss da nochmal draufklicken. Ja, ist ja klar. Warum denn nicht? Ich verstehe die manchmal nicht. So. Schwupps. Schwupps. Keine Ahnung, ob die jetzt gleich rennen oder nicht. Ehrlich gesagt, mir ist es auch egal. So, und als letztes kommst du hier. So. Test. Glückwunsch, Professor. Dank Ihres angeborenen Management-Challenges ist das Dinos-Projekt ein wahrer Erfolg geworden. Das Zeitalter Dinos kann angebrochen und die Gentechnik kann ihre gute Zeit erleben. Ist angebrochen. Uiuiui, ich weiß jetzt gerade nicht, wie lange wir aufgenommen haben, aber ich schätze mal, es reicht erstmal. Vor allem mit den Rändern. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns irgendwann später wieder, falls ihr den Wunsch habt, dass ich das ganze Projekt hier jetzt playen sollte, irgendwann mal, dann gebt Bescheid. Ansonsten, bis dann, Leute, haut rein und tschüss.